Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Street Kanal. Hier und heute wollen wir mal über die beiden Halbfinalduelle reden. Kroatien gegen Argentinien und Frankreich gegen Marokko. Und ja, ich sag's wie immer bei Predictions, wären wir alles Hellseher, wüssten wir immer, wie alles funktioniert, würden wir alle zu jedem Tippladen rennen, egal wie der Anbieter dann heißt, und würden Millionen rausholen. Deswegen, ihr kennt es mit Predictions, einfach immer nur meine Gedanken, was ich denke. Und ja, am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wir fangen mit dem ersten Duell an. Kroatien, Argentinien. Hier muss man ganz klar sagen, dass ich hier einen großen Favoriten natürlich habe, wie die meisten. Das ist Argentinien. Aber, und das habe ich immer und immer wieder gesagt, Kroatien ist das, was viele aus Belgien machen wollten. Diesen Satz, das wisst ihr selber, jeder, der meine Videos guckt, den Satz habe ich schon sehr, sehr oft gedroppt. Und es ist halt auch wirklich so. Die Kroaten sind einfach das Team, das wirklich die Chance hat, den großen Titel zu holen, die das Potenzial haben, die auch das Talent dazu haben. Und das, was man immer versucht hat, so ein bisschen Belgien einzureden, nur der Unterschied zwischen Belgien und Kroatien ist, die Kroaten sind auch wirklich ein richtig gutes Team an sich und nicht nur richtig krasse Einzelspieler. Haben sie hier Chancen gegen Argentinien? Natürlich, muss man ganz klar sagen, denn die Kroaten sind so ein bisschen das pragmatische Team, anders kann man sie, glaube ich, nicht beschreiben. Zumindest finde ich, ist es die perfekte Beschreibung, denn sie spielen nicht den besten Fußball. Sie spielen auch nicht den defensiv besten Fußball. Da finde ich die Marokkaner zum Beispiel, auf die wir noch zu sprechen kommen, noch viel beeindruckender. Sie machen aber aus ihren Möglichkeiten, die sie haben, das Maximale und haben damit bisher maximales Ergebnis raus erzielen können. Plus natürlich Livakovic, der übrigens schon seit Jahren gut hält, aber jetzt auch sich im großen Fokus halten kann. Es gibt da sogar Gerüchte zum FC Bayern München, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Kroaten spielen gegen Argentinien und hier muss man schon sagen, dass ich sehe, dass Argentinien das Ding machen wird. Denn wenn man nochmal sich zurückführt, wie Argentinien auch gegen die Niederlande gezockt hat, muss man schon sagen, das war schon sehr eindeutig. Also die Niederländer kamen natürlich spektakulär am Ende nochmal zurück, aber wenn man nochmal nicht nur diese Endphase im Kopf hat, nicht nur dieses Hitzige, sondern wirklich mal das ganze Spiel sich nochmal zurückführt oder einfach sich nochmal in Erinnerung ruft, da muss man schon sagen, Argentinien war sehr überzeugend. Und das gegen die Niederländer, die bisher in diesem Turnier eigentlich auch als einer der überzeugendsten Mannschaften aufgetreten sind. Argentinien hat einfach alles, sie haben auch einen genial spielenden Lionel Messi. Ich meine, was war das bitte für ein Zuckerpass? Also einfach nur, das ist wirklich Fußballliebe. Wenn Leute sagen, ja, was findet ihr so geil, wenn 11 oder 22 Leute hinter einem Ball hinrennen? Guck dir diesen Pass von Lionel Messi an, guck dir diese Genialität an. Wenn du das nicht verstehst, dann wirst du es niemals verstehen. Aber wir Fußballfans verstehen es. Es war einfach zu krass, dieser Pass. Das war wirklich unglaublich. Und die Argentinier haben halt auch wirklich so alles, um auch hier weiterzukommen und auch natürlich dann theoretisch den Titel zu holen. Sie sind halt nicht nur eine technisch hochwertige Mannschaft, sondern, und das finde ich auch noch sehr, sehr wichtig in diesem Duell, ich finde die Argentinier, die haben halt dieses Gift auch gegenüber den Kroaten, ja, denen so ein bisschen Paroli zu bieten, was so diese Härte angeht. Denn die haben so Leute wie zum Beispiel Paredes und Co., die gerne einfach mal reingehen, die gerne dieses Hitzige mitnehmen. Und ich glaube grundsätzlich, so wird ein sehr hitziges Duell. Die Kroaten werden immer wieder versuchen, gerade auch so ein Lionel Messi, immer mal wieder so ein bisschen umzutreten. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie ihnen versuchen werden, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Aber ich denke, die Argentinier können da gut mithalten. Wir können uns auf jeden Fall schon mal freuen auf einige Rudelbildungen, auf ein bisschen, auf jeden Fall, ja, auf ein bisschen Diskussion und Co. Da kann man relativ sicher sein. Zumindest bin ich mir da relativ sicher. Trotzdem wird es halt nicht einfach nur so ein Match sein, gehe ich davon aus, wo man sich einfach nur umhaut, sondern technisch trotzdem sehr hochwertig. Am Ende mit dem besseren Ende für die Argentinier. Das heißt, Lionel Messi steht wieder mal im Finale nach 2014, meiner Meinung nach, und hat dann die Chance, den WM-Titel zu holen. Wer wird aber die Paarung sein, mit wem sich Argentinien trifft? Hier muss man auch sagen, sollten die Kroaten sich durchsetzen, könnten wir theoretisch das letzte WM-Finale haben, Kroatien-Frankreich. Aber werden die Franzosen denn weiterkommen oder kommt doch Marokko weiter? Und hier muss man erstmal ganz klar sagen, finde ich, ist auf jeden Fall bemerkenswert, wie weit Marokko gekommen ist. Es ist unglaublich, aber ich muss auch dem Trainer absolut recht geben. Er hat ja so ein bisschen gesagt, natürlich ein bisschen überspitzt, für euch Europäer ist es ein Wunder, es ist aber kein Wunder, sondern es ist harte Arbeit. Er hat mit der Aussage teilweise recht. Ich denke, niemand kann abstreiten, dass es ein Wunder ist, dass Marokko wirklich im Halbfinale ist. Es ist eine Riesenüberraschung, wer was anderes behauptet. Ja, sorry, das ist Schwachsinn. Fast schon ein bisschen übermütig, aber womit er auf jeden Fall recht hat, deswegen habe ich die Aussage hier jetzt gerade mit reingepackt, ist die harte Arbeit. Denn die Marokkaner arbeiten verdammt hart. Jeder, der das Spiel gegen Portugal gesehen hat, der hat einfach gesehen, ey, die Marokkaner haben ein exzellentes Stellungsspiel. Also wirklich ein exzellentes Stellungsspiel. Und dieses Stellungsspiel ist das,
was dieser Schlüssel zum Erfolg ist. Denn guckt euch gerne nochmal, wenn ihr Zeit und Bock habt, das Spiel gegen Portugal an. Wahrscheinlich guckt ihr jetzt erstmal das Halbfinale. Aber schaut da vielleicht nochmal rauf, wenn ihr da Bock drauf habt, wie die Portugiesen es nicht schaffen, die erste Linie der Marokkaner so zu überwinden, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt. Die Marokkaner haben es einfach wirklich geschafft, von den Stürmern an bis ins Mittelfeld und in der Abwehr sowieso, wirklich eine richtig gute Statik hinzukriegen, sodass dass die ganz portugiesischen Spieler sich nicht gut bewegen konnten. Das war sehr, sehr beeindruckend, um ehrlich zu sein. Darauf habe ich viel geachtet, auch im Spiel. Fand es sogar erstaunlich, dass es dann auch, der Kommentator war es nicht. Die haben da beim ZDF und so nicht so eine Ahnung. Aber ich glaube, es war Schweinsteiger, der es im Nachhinein auch analysiert hatte. Da habe ich mich sogar mal gefreut. Ihr wisst, ich mag dieses Analytische, dass er es auch so gut gesehen hatte, dass sie ja wirklich Probleme hatten, überhaupt die erste Linie zu überspielen. Das hat er echt gut analysiert in dem Fall. Der Bastian Schweinsteiger hatte damit absolut recht, weil das ist mir auch die ganze Zeit aufgefallen, wie gut die Marokkaner das machen. Nur ist halt die Frage, schaffen die Marokkaner das auch gegen Frankreich? Viele werden jetzt sagen, ey, die haben Ruben Dias kalt gestellt, obwohl der ein guter spielmachender Innenverteidiger ist. Bernardo Silva, der sich fallen hat lassen, Fernandes, wie viel Kreativität willst du denn noch haben? Natürlich schaffen sie es. Jetzt kommt aber der Punkt. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Warum glaube ich das nicht? Denn, auch hier für mich komplett unverständlich, ab welchem Zeitpunkt ist so ein bisschen das System der Marokkaner zum Bröckeln gekommen? Ab dem Zeitpunkt, wo Rafael Leão auf dem Feld war. Denn Rafael Leão ist ein Spieler, der kann 1-2 wirklich ganz schnell überspringen, hat extremes Tempo, ist extrem ballstark, ist halt ein ganz anderer Spieler. João Félix, auch ein genialer Spieler, aber nicht so ein starker 1-gegen-1-Spieler. Und das haben die Franzosen mit Mbappé sogar nochmal im Upgrade obendrauf. Sie haben einfach mit Kylian Mbappé nochmal einen deutlich besseren Spieler als Rafael Leão, einen noch schnelleren Spieler und technisch mindestens genauso guten Spieler. Und das hat man schon gesehen gegen Portugal. Wenn dieser Spieler eben da ist, dann hat dieses marokkanische System extreme Probleme. Und Mbappé zu stoppen, wird meiner Meinung nach für die Marokkaner unmöglich sein. Ich sage es einfach, wie es ist. Ich glaube nicht, dass sie ihn stoppen werden. Und es kommt ganz drauf an, wie ist die Tagesform von Kylian Mbappé. Natürlich ist tagesformabhängig immer vieles entscheidend, aber ganz entscheidend ist Kylian Mbappé. Ein Griezmann und Giroud, die kriegen sie, denke ich, auf jeden Fall gut egalisiert. Auch im Mittelfeld, das, was die Franzosen da haben, die Vorstöße, die ein Rabiot immer wieder gerne nimmt, das traue ich den Marokkanern alles zu, gut zu verteidigen mit den Stellungsspielen und Co. Aber das Stellungsspiel der Marokkaner wird dann eben durchbrochen, wenn diese 1-gegen-1-Situation kommt und wenn sich eben jemand gerade wie Mbappé da durchsetzen kann, was er wahrscheinlich auch häufiger wird in diesem Spiel und wenn er gut drauf ist, dann sehe ich wenig Chancen für die Marokkaner. Sehe ich wirklich wenig Chancen, weil es ist, wie gesagt, brutal, wie weit sie gekommen sind. Sie haben ein geiles System, sie haben defensiv alles gut gemacht und wenn sie es am Ende sogar schaffen, irgendwie ins Finale zu kommen, riesen Respekt und absolut verdient. Also auch bis hierhin schon riesen Respekt. Aber ich sehe einfach nicht, wie du die Franzosen stoppen willst. Ich sag's auch ganz ehrlich, wenn Rafael Leão von Anfang an gespielt hätte, bin ich mir sicher, dass Portugal weiterkommt. Ich weiß, das ist jetzt erstmal ein Hot-Take, ein Statement, aber wenn Rafael Leão von Anfang an gespielt hätte, wäre einfach die Gefahr der Portugiesen einfach von Minute 1 da gewesen, während es halt mit João Félix und Co. relativ einfach aufgrund der Spielertypen ist, ihn zu stoppen. Hätte jetzt Frankreich zum Beispiel neben Mbappé, statt Mbappé zweimal Griezmann so gesehen, auch jemand, der sich gern fallen lässt und Co., dann hätte ich gar kein Problem, dann würde ich sagen, Marokko kriegt das Ding hin, aber diese richtigen Tempo-Dribbler, die machen den Riesenprobleme und ich sehe nicht, wie sie die stoppen. Ich sehe nicht, wie sie Mbappé und Co. stoppen, aber ich kann mich natürlich irren, Leute. Sagt ihr, ey, nein, Marokko schafft es ins Finale? Sagt ihr, ey, die Kroaten hauen die Argentinier weg? Kriegen wir das Überraschungsfinale Kroatien-Marokko? Kriegen wir dann doch das höchstklassige Finale rein vom fußballerischen Frankreich-Argentinien, wie ich es predikte? Oder sagt ihr, ey, wir kriegen das WM-Finale von 2018 wieder, nämlich Frankreich-Kroatien? Gern mal eure Prediction runter in die Kommentare. Was sagt ihr zu meiner Analyse? Denkt ihr, ich liege falsch? Denkt ihr, ey, nee, das siehst du schon richtig so? Alles gern unten reinballern. Natürlich auch gerne abonnieren und Co. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.